So wie es möglich ist, Kerzen mit mehreren Mittelwänden zu rollen, könnt ihr natürlich auch eine Kerze mit mehreren Dochten rollen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt gleich. Ihr braucht dafür natürlich die Unterlage, eine Mittelwand, Lineal, Messer und 4 Dochte. Dann schneidet ihr euch Stücke aus eurer Mittelwand zurecht. Ich habe jetzt hier 4 gleichbreite Stücke geschnitten. Jeweils 4,5 cm hoch. Und wie ihr schon seht, bei meiner Zandermittelwand bleibt dann unten ein kleiner Rest übrig. Diesen Rest nicht wegwerfen. Diesen Rest sammeln. Ich habe hier so eine Schale, da tue ich alle meine Reste rein. Dann habe ich jetzt viermal, reicht aber noch nicht. Aus einem vorherigen Video habe ich noch ein Stück übrig. Da werde ich mir noch ein Stück 4,5 cm schneiden. Auch das Stück nicht wegwerfen, kommt wieder in meine Sammelkiste rein. Jetzt kann Lineal und Messer weg. Ihr nehmt euch jetzt das Stück, legt den Docht an und rollt ganz normal, wie für eine Kerze. Das Ganze halt viermal. Schön fest, schön eng, schön gerade. Alles soll ja schließlich gut aussehen am Ende. Jetzt haben wir 4 Kerzen fertig. Aber ich wollte ja nicht 4 Kerzen mit jeweils einem einzelnen Docht, sondern es sollten ja mehrere Kerzen in einem werden. Dafür setze ich jetzt diese 4 Kerzen eng nebeneinander, nehme jetzt das letzte Stück und wickel das darum. Und ihr habt eine Kerze mit 4 Dochten. Viel Spaß beim Nachmachen. Eine Ergänzung noch. Es wäre doch sicherlich eine tolle Idee, wenn man aus dieser Kerze eine Etagenkerze basteln würde, indem man diese Dochte alle länger macht und in der Mitte dann noch mal eine Extrakerze draufsetzt. Eine schöne Etagenkerze. Probiert's mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie gut die abbrennt, weil dieses Modell habe ich noch nie ausprobiert. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.